Ich sehe einfach jetzt schon, bevor Leute überhaupt das Video gesehen haben, in den Kommentaren schreiben, dass wahrscheinlich noch ganz viele Fragen in Boruto beantwortet werden. Und auch wenn etwas unwahrscheinlich, hoffe ich doch, dass sie die eine oder andere Frage beantworten werden. Wahrscheinlich werden die aber niemals die wirklich wichtigste Frage beantworten. Was passiert nämlich, wenn Naruto ein sexy Jutsu-Schattendoppelgänger schwängert und diese erst nach der Geburt des Kindes wieder auflöst? Bleibt das Kind? Ist nur noch die Hälfte des Erbmaterials übrig? Oder verschwindet das Kind einfach komplett? Das ist die wahrscheinlich wichtigste Frage, die wir niemals beantwortet bekommen. Aber es gibt doch eindeutig genug offene Fragen, die in der Story selbst Einfluss haben könnten und einfach am Ende offen gelassen wurden. Lasst super gerne einen Daumen da, wenn es euch gefällt und nutzt euer Mangekyou Sharingan, um das Video mit euren Freunden zu teilen. Um den eigenen Weg des Ninjas zu schützen und zu erhalten, das dritte Tor, das Tor des Lebens öffnen. Die erste Frage geht um den einzig wahren mit den pervers besten Augenbrauen, Rock Lee. Genau wie jeder andere Shinobi musste auch er in die Akademie und musste da im Unterricht teilnehmen, um da die Basics von Nin, Gen und Taijutsu drauf zu bekommen. Dass er in Taijutsu ein absolut krankhaftes Biest ist, weiß vor allem das Sandmännchen, als Rock Lee die Uno Reverse Karte gespielt hat und ihn mal schlafen gelegt hat. Also zumindest fast. Eigentlich war Gaara komplett zerstört am Boden, kann gerade nur noch seinen Arm heben und als Gai dann Lee beschützt hat, als dieser ohnmächtig noch weiterkämpfen wollte, stand Gaara einfach ganz normal auf, als hätte er gerade ein Powernap gemacht oder so. Naja, auf jeden Fall wurde es nie wirklich geklärt, wie Rock Lee eigentlich zu einem Genin wurde. Er kann immerhin kein Nin und auch kein Genjutsu anwenden, was ja eigentlich eine Grundvoraussetzung ist, um ein Shinobi zu werden. Das einzige, was ich mir dabei halt ein bisschen denken kann, ist, dass die Prüfung einfach etwas anders war. Immerhin waren Lee, Tenten und Neji schon vor Naruto und Co. Genin, weswegen sie wahrscheinlich in der Prüfung auch gar nicht die Schattendoppelgänger oder vielleicht irgendwie auch nur etwas ähnliches hatten. Oder Gai war in der Jury und die Kraft der Jugend hat geregelt oder so. Kommen wir jetzt einmal ganz weit zum Ende von Naruto Shippuden, also zumindest nicht ganz ganz weit, zumindest nicht so weit, dass wir uns auch nicht mit dem Alien-Vibe, was uns komplett Madara ruiniert hat, beschäftigen müssen. Okay, eigentlich geht es fast so weit, aber auch nur fast und dann auch noch ein ganzes Stück zurück, sogar noch vor Classic. Naruto und Sasuke sind beide fast in der anderen Welt, als die beiden gerettet werden und mit Hagoromo jeweils ein 5-Augen-Gespräch führen, damit dieser noch etwas Smalltalk mit den beiden halten kann und die beiden dann auch noch verstärken kann und die damit nochmal ihr Glück mit Madara versuchen können. Soweit, so gut. Irgendwie halt eine Ehrenmann-Aktion von Hagoromo, könnte man zumindest denken. Aber wisst ihr was? Der ganze Krieg, all dieser ganze Bums hätte einfach vermieden werden können, wenn Hagoromo sich entschieden hätte, mit den Vorgängern zu reden. Hätte er sich mal eben im Zoom-Meeting mit Hashirama und Madara getroffen und so ein wenig vor sich hingelabert, wie er es mit Naruto und Sasuke getan hat, dass zum Beispiel die Steintafel etwas abgeändert wurde und gar nicht wirklich von ihm stammt und Madara endlich mal aufhören sollte, Scheiße zu bauen, dann wäre das alles überhaupt nicht passiert. Hagoromo müsste nur mal ganz kurz vorbeikommen und sagen: Bitte. Versucht nachzudenken. Konnte er das vielleicht nicht? Aber wenn nicht, warum konnte er es dann mit Naruto und Sasuke? Wenn er es jetzt also eigentlich doch konnte, warum hat er es dann nicht bei Hashirama und Madara gemacht? Immerhin sind die beiden ja auch die Reinkarnation von Ashura und Indra. Wollte er die Welt einfach brennen sehen? Sarabada. Wenn wir schon mal bei Hashirama sind, kommen wir direkt mal zu einem ganz, ganz kurzen Punkt. Wie zur Hölle ist ein so krank übermächtiger Typ wie Hashirama überhaupt gestorben? Ich habe ja schon ein ganzes Video dazu gemacht und das findet ihr hier oben in der Info. Allerdings gibt es hierzu eigentlich nichts Offizielles, was mich halt schon wirklich leicht nervt. Kishimoto, bestätige doch endlich meine Theorie! Kokoyori. Die Akatsuki sind bekanntermaßen die absoluten Oberficker und ist eine Terrororganisation, die irgendwie jeder mag. Wie kann man denen auch böse sein? Die ganzen Dörfer hassen immer wieder ihre eigenen Jinjuriki und sie räumen die halt einfach weg. Das sind also fucking Problemlöser. Außerdem haben alle Akatsuki so einiges gemeinsam. Sie sind alle extrem stark, haben wohl alle gar keinen Bock mehr auf das Stadtleben, tragen alle den gleichen Mantel und sie tragen alle einen Ring.
weil jeder auch noch einen anderen Ring auf immer einen anderen Finger trägt und wenn jemand auch noch stirbt, der Ring als einziges wieder zurückgenommen und dem nächsten Mitglied gegeben wird oder als Orochimaru seinen Ring mitgenommen hat, eben niemand seine Position ersetzen konnte und diese deswegen auch nie besetzt wurde. Also müssen die doch irgendwie viel mehr bedeuten, als einfach nur den Beste-Freunde-Status zu bestätigen. Was ist der Freunde für immer, Freunde für immer, Ring? Es gibt zwar auch hier wieder Theorien, was die Ringe zu bedeuten haben, allerdings gibt es auch hier nichts Offizielles. Weder in der Serie, noch in irgendeinem Databook. Erst hat Kishimoto die Ringe irgendwie interessant gemacht und dann hat er sie einfach fallen gelassen. Wie wir alle nur zu gut wissen, ist das Sharingan in Classic von sehr brauchbar zu Shippuden zu absolut overpowered des Todes auf Doom gesprungen. Um das Mangekyou zu bekommen, muss man halt durch richtig viel Scheiße gehen. Um das Eternal Mangekyou Sharingan zu bekommen, braucht man auch noch einen nahen Verwandten, der ebenfalls das Mangekyou hat. Ist zwar nicht so leicht, aber die Fähigkeiten sind dafür einfach viel zu krank, als dass man darauf verzichten möchte. Und jedes Mangekyou Sharingan ist von den Fähigkeiten eigentlich auch ziemlich individuell. Alle, bis auf die von Shisui. Bei ihm haben beide Augen genau die gleiche Fähigkeit. Wie auch immer, beziehungsweise warum auch immer, das bei jedem dann anders ist und bei ihm halt nicht. Aber woher kennen die Uchiha die Fähigkeiten derer Mangekyou überhaupt? Woher kennt Shisui das Koto Amatsukami, welches er pro Auge nur einmal in 10 Jahren einsetzen kann? Woher kannte Obito das Kamui? Stellt euch mal vor, er hätte das andere Auge behalten und er könnte nur Sachen aus der Entfernung in die Kamui-Welt bringen und sich somit nicht so durchlässig machen. Ist ja echt nicht so, als könnte irgendwer irgendwen in diesen Fähigkeiten trainieren, weil diese einfach so individuell sind. Yabai! Tobirama war ein absolutes Genie, wenn es darum ging, Jutsus zu erfinden oder wieder irgendetwas zu finden, um den Uchihas auf den Sack zu gehen. Das Edo Tensei ist zum Beispiel eines dieser Fähigkeiten, was eine absolute OP-Fähigkeit ist, aber deswegen natürlich auch verboten ist. Auch natürlich, weil man dafür auch einen Menschen opfern muss. Er hat aber das Leid gesehen, wenn Menschen im Krieg gestorben sind und ihre Angehörigen um sie getrauert haben. Und dann hat er sich einfach gedacht, wie viele Tote müssen noch sterben? Orochimaru hat's kopiert, damit echt viel Scheiße gebaut. Kabuto hat's kopiert und perfektioniert, womit der noch viel mehr Scheiße gebaut hat. Und am Ende gab es dann noch die Edo Tensei 4, also die 4 Hokage, die noch gegen Madara und Obito geholfen haben. Die waren dadurch, dass sie jetzt eben Edo Tensei sind, immerhin immer wieder in der Lage, sich immer wieder zu regenerieren. Dadurch und durch die unendlichen Chakra-Reserven sind die Edo Tensei eigentlich so gut wie unaufhaltbar. Naja, zumindest bis Obito einen auf Spielverderber macht und mal eben auch mit dem Gohodama auch Edo Tensei heraufbeschworene töten bzw. verstümmeln kann, sodass sie sich halt nicht mehr regenerieren können. Minato wurden seine beiden Arme geraubt und Hiruzen sogar seinen gesamten Oberkörper. Nur eben, dass Hiruzen sich wieder komplett regenerieren konnte, dabei die Gohodama komplett analysiert hat, während Minato ein T-Rex geblieben ist. Wenn wir schon mal beim Edo Tensei sind, bleiben wir da auch nochmal ganz kurz. Warum kann man, obwohl man ja bekanntlich als Edo Tensei Beschwörung unendlich viel Chakra hat, was schon eine ganze Menge ist, und die hinterher von Orochimaru und Kabuto Beschworenen fast zu ihrer Lebzeitstärke wiedergekommen sind, nur zwei Schattendoppelgänger beschwören? Also zumindest konnte Tobirama im Krieg nur zwei erschaffen, der Erfinder des Jutsus mit fast voller Stärke, als wäre er lebendig, und unendlich viel Chakra. Und eigentlich könnte man doch auch noch Jutsus des Todes spammen, ohne Rücksicht auf Verluste. Zumindest könnte es ja eigentlich Kabuto, als er seine Armee ausrollen lassen hat. Ach, und noch etwas. Wenn irgendetwas zu meinem Nachteil geschieht, dann ist das das Ende des Dorfes, das versteckt hinter den Blättern liegt. Gehen wir jetzt einmal ganz weit zurück in Naruto Classic und Orochimarus genialen Plan, Konoha zu übernehmen. Schauen wir uns seinen Plan mal an. Er verbündet sich mit Tsunagakure und Rasa, dem Kasekage, der dem ganzen Plan zustimmt. Wir halten hier definitiv fest, einen besseren Verbündeten hätte Orochimaru einfach nicht haben können. Dann tötet Orochimaru zusammen mit Kabuto und Kimimaru Rasa, also seinen stärksten Verbündeten, Rasas Wachen, welche wahrscheinlich auch in den salzigen Spucknapf kommen würden, und weil er dann auch noch Kimimaru dafür gebraucht hat, konnte dieser auch nicht bei der Party in Konoha mitmischen. Aber warum?
Orochimaru und Kimimaro könnten ja als Wachen verwandelt Rasa begleiten. Das würde definitiv weniger auffallen, weil Rasa einfach Rasa bleiben würde. Und das würde den Angriff auf Konoha einfach um einiges effektiver gemacht haben, wenn nicht sogar eigentlich zum Erfolg geführt hätte. Orochimaru hätte mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit seine beiden Arme noch, weil Hiruzen wahrscheinlich nicht mit Orochimaru, Hashirama, Tobirama, Rasa und Kimimaro gleichzeitig fertig werden würde, wodurch Orochimaru wahrscheinlich nicht hinterher gegen Sasuke verloren hätte und die Sound 4 ebenfalls noch leben würden, weil er sich Sasuke eben persönlich geschnappt hätte. Weil er dann auch noch gegen Sasuke mit seinen Armen gewonnen hätte, hätte er auch noch seinen Körper übernehmen können. Tja, das passiert halt, wenn man eine falsche Schlange ist. Du hättest auf mich hören und schon längst den Hokage der 5. Generation wählen sollen. Sandaime. Bleiben wir mal bei der nächsten Frage bei Orochimaru. Denn wenn der Angriff reibungslos und ohne wirkliche Verlustung von Orochimaru geklappt hätte, was wollte er mit Konoha? Warum will er das Dorf eigentlich einfach so sinnlos kaputt machen? Er kann sich doch einfach irgendwo Land kaufen und sich selbst was aufbauen. Moment mal. Das hat er doch sogar. Er ist doch Führer von Otogakure, hat seine eigenen Männer, kann da so viel rumexperimentieren, wie er will. Warum also der Beef mit Konoha, dem stärksten Land? Nachdem er seinen Plan ja komplett umgeworfen hatte und Rasa getötet hat, hätte er doch ganz locker easy erst einmal Suna übernehmen können. Ich bin bereit. Die 10. Sache geht um Kakashis Auge, ist eigentlich super simpel, denn warum hat das Auge eigentlich keinen An-Ausschalter? Auch dafür habe ich schon vor einiger Zeit wieder ein Video gemacht, das findet ihr ebenfalls wieder hier in der Info. Und auch hier gilt wieder dasselbe. Kishimoto, bestätige doch endlich meine Theorie! Aber bevor wir jetzt zu dieser neuen Technik kommen, ist es wichtig, dass du dir etwas klar machst. Ich glaube nämlich nicht, dass es dir schon bewusst geworden ist, aber du trägst zwei Arten von Chakra in dir. Als Naruto in Classic sein Training mit Jiraiya begonnen hat und da noch nicht wirklich wusste, was Jiraiya hinterher für ihn bedeuten würde und dass sein Tod sein Herz und auch unser Herz brechen würde, hat Jiraiya Naruto gefragt, wie sich das Chakra bzw. die beiden Chakren in ihn anfühlen. Narutos Antwort darauf war: Mein normales Chakra ist blau, aber das andere fühlte sich rot an. Ja, ich verstehe. Wie zum Fick fühlt sich Farbe an? Okay. Was für ein Weichei. Warum war eigentlich weder Orochimaru, sonst noch irgendwer auf der Suche nach Gott Yashin? Wie wir jetzt spätestens aus Boruto wissen, gibt es ja immerhin Götter in dem Naruto-Universum. Sonst wäre Hidan ja immerhin auch nicht unsterblich. Aber gerade deswegen sollte Orochimaru doch viel mehr hinter dem her sein, als alles andere, weil er doch so unbedingt unsterblich sein möchte. Ja, ich weiß, er möchte halt auch einen Uchiha-Körper. Aber wie wäre es mit einem unsterblichen Uchiha-Körper? Oder allgemein ein unsterblicher Orochimaru mit seinen Skills wäre halt absolut overpowered. Somosomo, Tagoku ni made todorokaseta jibun no yume wo wasurechai inai daro. Sharingan no Kakashi tte na wo. Kommen wir wieder zum Kopier-Ninja Kakashi Hatake. Wie zur Hölle hat er das Doppel-Sharingan bekommen und wie zur Hölle hat er das perfekte Susanoo beschworen? Auch dazu habe ich natürlich schon vor einiger Zeit ein Video gemacht, das findet ihr wieder hier in der Info. Und wie immer, Kishimoto, bestätige doch endlich meine Theorie! Ich werde gewinnen. Minatos Teamkameraden, meine Freunde. Ich glaube, viel mehr brauche ich wirklich nicht sagen. Ach doch, Hiruzens Teamkameraden. Hiruzens Team wurde immerhin von Tobirama und Hashirama trainiert. Aus denen müsste doch etwas komplett Krankes geworden sein. Die müssten doch eigentlich komplett broken sein. Hiruzen war ja sowieso allen anderen voraus, aber trotzdem muss aus denen doch mehr geworden sein, dass man zumindest etwas von denen gehört hat. Okay, gut, die waren wahrscheinlich am Ende jetzt in Tobiramas Squad mit dabei, zusammen mit Hiruzen und Danzo, aber dass sie am Ende dann überhaupt nichts mehr gemacht haben und man nie gesehen hat, wie stark die beiden alten Säcke wirklich sind, ist halt genauso wie mit Sakumo Hatake und ganz, ganz vielen anderen auch noch, von denen man überhaupt nichts gesehen hat, einfach super schade. Aber genauso wie mit Minatos Team. Trainiert von Jiraiya, wo man schon eindeutig gesehen hat, wie gut er Nagato und Co. genau wie Naruto und Minato trainiert hat. Also müssten die anderen beiden doch eigentlich auch etwas mehr drauf haben, als einfach nur Nudeln zu kochen. Ja, wir wissen, wer du bist. Ichiraku.
この術の規模を目の代わりに月を使って大きくしたものが夢の世界。Zum Schluss kommen wir jetzt noch einmal zu dem Endlösungsplan von Madara, der eigentlich gar nicht mal so gut war, was ich aber wieder in einem Video schon thematisiert hatte. Auf jeden Fall ist der Plan, alle Menschen in das Mugen Tsukuyomi zu stecken, doch eigentlich exakt das gleiche, als jeden für immer zu entführen. Ja, die haben ja schon ein wenig so ihre schöne Zeit, indem sie in ihrer perfekten Welt träumen und dort halt leben. Die sollten ja eigentlich auch in ihrem Kokon, auch richtig nice, alle Vitamine, die sie brauchen, bekommen, um zu überleben. Aber was ist halt dann? Die sind da halt auch nicht nur ein Jahr drin, sondern so lange, bis sie sterben. Ja, und dann? Dann hat Madara mal eben die gesamte Menschheit auf sein Gewissen. Und was hatte Madara die ganze Zeit vor, so ganz alleine auf der Erde? Zum Glück liefen dann noch diese vier Hokage als Edo Tensei rum, mit welchen er ein bisschen labern und auch ein bisschen kämpfen könnte. Und mit dem schwarzen Zetsu könnte er halt auch etwas machen, wäre er nicht ein Verräter. Aber gut, Madara hat auch schon so einige Jahre unter einem Stein verbracht, also sollte das, denke ich mal, auch kein Ding sein. Madara wollte hier allerdings Weltfrieden erreichen, indem er einfach mal alle tötet. Ja, sie träumen halt noch so quasi ihr ganzes Leben, bis sie halt auch dort gestorben sind. Aber am Ende des Tages sind sie halt tot und die Menschheit ist ausgestorben. Nach dem Plan des Mugen Tsukuyomis gibt es zwar kein Leid mehr, aber auch keine Freude, kein gar nichts. Bruder, was ist da los mit dir? Wo ist da der Sinn? Teile und like ich die Videos von Serienreviewer? Auf jeden. Folge ich ihm auf Twitter, Instagram, bin auf seinem Discord und kaufe seine Merch? Auf jeden. Nice. So muss das doch. Vielen Dank, meine Freunde, für euren großartigen Support.